Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, jetzt dürfte es mittlerweile wieder ein bisschen her sein, seitdem der letzte Part rausgekommen ist. Und ja, was machen wir denn nun als nächstes? Wir haben jetzt die nächste und auch eher sogar schon die letzte größere Nebenquestreihe in Himmelsrand abgeschlossen. Damit sind wir eigentlich so, was das Ganze hier so in Himmelsrand so angeht, hier fertig schon. Also ich bin zufrieden, wir haben so alles gemacht, was ich machen wollte. Jede größere Nebenquestreihe haben wir auch abgeschlossen. Jetzt würde ich aber mal sagen, es fehlt trotzdem noch was. Erstmal werde ich hier meine ganzen Kollegen mal wieder nach Hause schicken. Ich bin noch da. Wir trennen uns wieder. Ihr findet mich bei eurem Haus, wenn ihr mich braucht, Tane. Ja. Yep. So, wir trennen uns auch. Mein Blut ist ruhig. Mir ist es lieber, wenn es kocht. Ja, verstanden, bla bla bla. Ihr findet mich zu Hause, wenn ihr meinen starken Arm nochmals braucht. So, auch er geht. Goldie, auch du darfst was gehen. Was ist los? Auf Wiedersehen, was heißt hier auf Wiedersehen? Tschüss. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Okay. Alles klar, so, dann darfst du auch gehen, Artis. Ich bin noch da. Tschüss. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Jawohl. Okay, hätten wir auch. Der Getos, und du darfst so auch ist gehen. Zu voll. Ihr findet mich zu Hause, wenn ihr mich braucht. Yep, ich werde noch irgendwann mal wieder vorbeikommen. Und der Ayla werden wir jetzt auch wegschicken. Ayla, du warst jetzt lang genug bei mir, hast auch bewiesen, dass du es drauf hast. Du darfst auch gehen. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. So, die bleibt jetzt hier. Komm schon. Bei den Göttern, schon wieder ein Kampf. Oh, wird hier gekämpft? Jetzt ist alles vorbei. Ah. Ah, okay. Ihr habt die Schlammkrabben beseitigt. Okay, Nikolai bleibt wieder bei uns. Ja gut, die haben jetzt alle nichts so Tolles dabei. Ja, was wollen wir denn tun? Genau. Wir machen jetzt Folgendes. Jetzt werden sich wahrscheinlich bei einigen Leuten gleich wieder der Magen drehen. Ich würde sehr gerne mir jetzt noch die zwei Grundstücke kaufen, die es zu kaufen gibt. Und zwar das Herzfeuer-DLC. Wir haben ja noch zwei Häuser zu bauen. Und ja, jetzt werde ich etwas tun, was wahrscheinlich, wie gesagt, vielen nicht gefallen wird. Aber ich werde, deswegen wollte ich das jetzt sogar onscreen machen und nicht offscreen. Weil ich da einfach nichts kenne. Ich sag's natürlich wieder, ich könnte auch wieder den schwierigen Paar. Oh je. Ihr seid wieder zu Hause. Wollen wir etwas spielen? Oh. Nee, jetzt nicht, sorry. Tut mir leid. Nicht jetzt. Aber ich hab eine Idee. Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Dort haben wir einen riesigen Fisch gesehen. Ich hab was. Nicht mal ihr tragen können. Ja, ich hab was für dich. Ein Geschenk für mich? Wie schön. Vielen Dank, Papa. Kann ich dem Gold geben? Ah, kann ich nicht. Hier, guck mal. Selbstgekochte Mahlzeit. Bitteschön. Danke. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss sie mal wieder sammeln gehen. Wird ein bisschen schwer. So, also. Wir haben ja hier unsere Truhe. So, ich könnte jetzt entweder offscreen Gottmodus anmachen, rüberreisen und das Ganze dort erledigt und dann erst da den Part beginnen. Zweitens, ich könnte offscreen alles ohne Gottmod hin und her tragen, das ewig dauern würde und was zeitlich ewig gehen würde. Drittens, ich würde jetzt onscreen Gott-Mode machen, alles mitnehmen, um euch zu zeigen, einfach, dass ich das auch wirklich mache. Oder offscreen, oder onscreen ohne Gott-Mode, auch das Ganze hin und her schleppe, was dann so ein 2-Stunden-Part wird. Und das mache ich nicht. Deswegen. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Ah, da bist du wieder ausgezogen. Deswegen mache ich das jetzt onscreen. Ich schalte jetzt hier TGM ein. Wir sind jetzt aktuell unsterblich. Unendlich Ausdauer, unendlich Gesundheit, unendlich Magika. Und wir nehmen alles mit. Und go! So, jetzt haben wir aktuell eine Traglast von 1232. Ja, das geht sogar. So, das ist wirklich... Ich mach das nicht, weil ich dann Bock habe, dann hier wie so ein Gott rumzurennen und nochmal alles irgendwie offscreen niederzuschnetzeln. Und ich sag's euch nicht, mach ich nicht. Ich benutze wirklich nur TGM für solche Sachen. Für so Transporte.
hin und her. Das war's. In dem Dungeon mache ich ja auch keinen TGM an. Falls ich überlastet bin, dann ist es halt eben so, damit muss ich zurechtkommen. Aber bei sowas, wo ich mir so denke, jetzt mache ich ja eh nichts, kämpfe nicht oder sammle auch nichts. Deswegen mache ich das Ganze einfach so und mache jetzt TGM an. Wir haben es alle leichter. Ja, und sobald ich in den Kampf komme, jo, dann schalte ich halt von mir aus kurz TGM aus, bin dann zwar total überlastet, muss aber dann auch zurechtkommen. Versteht ihr? Also macht euch ja keine Sorgen, ich werde dann jetzt nicht irgendwo jetzt dann... Deswegen... Lol, sah das hier schon immer so aus? Liegt das an dem Mod? Also ich glaube, ich habe einen Mod installiert, oder? Kann das sein? Also nicht nur kann sein, ist so, sondern aber dass das hier so aussieht. So, okay. Ich habe mir hier noch kein Grundstück gekauft, weil ich ja noch gewartet hatte wegen Krieg und bla bla bla. Das mit dem Haus Seeblick jetzt war ja noch die Ausnahme gewesen, das wollte ich euch ja so früh möglich zeigen. Und wir sind hier aber noch kein Tarn. Oder doch, wir sind hier Tarn. Das heißt, wir können uns auch ein Grundstück kaufen. Wir haben alle Bergmänner, die wir brauchen. Ah. Also hoffe ich, dass ihr nicht wegen Arbeit hier seid. Braucht ihr sonst noch etwas, Manjal? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tarne. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tarne. Das muss ich jetzt wahrscheinlich überall nochmal nachholen gerade. Es wäre mir eine Ehre. Viel Glück. Ja. Okay, ich habe eurem Volk geholfen. Jetzt müsste ich, also... Okay. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tarne von Hjalmarsch. Glückwunsch. Danke. Ich gewähre euch einen Huskarl sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Sehr nett. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Ah, ich doch nicht. Klinge also von Hjalmarsch hinzugefügt. Kann ich jetzt ein Haus kaufen? Und so ist ihr es, seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Zu belächeln. Kann ich ein Haus kaufen? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Da geht's doch. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Hallo? Der guckt mich an, so ich schreie ihn. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Er guckt mich an. Egal, was du gesagt hast, ich nehme es. 5000. Bist ja sehr gesprächig, wirklich, muss man echt sagen. So, jetzt müsst ihr doch eigentlich... Ehre sei mit euch, mein Tarne. Jetzt müsst ihr doch eigentlich auch aufstehen und zum Haus gehen, oder? Oder bleibt ihr da jetzt hocken? Ich meine, ist mir ein Geschnuppe, weil letztendlich ist es ja eh nicht... Meine Haupthütte, das ist ja immer noch Seeblick. So, da hinten müssen wir hin. So, jetzt wird es natürlich halt sehr, sehr interessant, weil wir wahrscheinlich Gegnern begegnen jetzt noch gerade auf den Hinweg. Wie gesagt, wenn es so ist, dann ist es halt so. Dann wird halt TGM ausgeschaltet, wir müssen halt überlastet kämpfen. Punkt. So einfach ist das. So, ich würde aber trotzdem lieber hier hinten rumgehen. Und es ist natürlich auch Nacht, ist ja klar. Aber sobald ich noch keinen roten Punkt auf der Karte sehe, werde ich jetzt hier auch nicht TGM ausschalten. Weil wie gesagt, ich will da einfach jetzt nur schnell hinlaufen, Sachen reinlegen in die Truhe. Und dann ist die Sache auch schon erledigt. Und hier ist irgendwo gerade eine Tür gegangen. Das hat übelst gerumpelt gerade. Und Haus Winstadt entdeckt. Hier bauen wir unser Haus. Wo ist denn meine Truhe? Das Bruchstein, sehr schön, aber wo ist denn meine Truhe da hinten? Ach du meine Güte. Holz müssen wir halt nämlich... Oh, da gibt es sogar noch ein Lager? Kaiserliches Lager? Okay, gut. Bevor ich Sachen ablege, werde ich jetzt eher erst einmal das Haus bauen. Und zwar direkt, so komplett fertig anscheinend. Hä? Hallo? Benutze die Zimmerwerkbank. Ah, hier. Ja, wir können alles direkt komplett bauen, ohne Probleme. Was? Fischzuchtbecken nehmen wir, Garten nehmen wir, Rüstungswerkbank nehmen wir, Schleifstein. Ja, wir nehmen alles. Wir nehmen direkt alles. So. Geht doch. Hier ist unser Stall. Müssen wir uns halt noch ein Pferd kaufen. So, hier machen wir jetzt Folgendes.
Wir müssen erstmal den Hauptraum bauen. So. So. Tür, Fundament, Fußboden geht nicht, da brauchen wir Bruchstein für. Okay. Dem. Okay, wir brauchen ganz viel Bruchstein. Wie gesagt, ist wahrscheinlich jetzt nicht das Spannendste von allem. Aber das kriegen wir gebacken. So, ich habe eine Spitzhacke, oder? Okay, dann würde ich mal sagen, bauen wir ein bisschen Bruchstein ab mit unserer alten Nordspitzhacke. Und wie gesagt, ich würde das natürlich offscreen dann auch nochmal weiter ausbauen. Ich hatte ja erst überlegt gehabt, dass ich vielleicht erst gar nicht die zwei Häuser ja baue, aber da habe ich mir gedacht, komm, klar, 100% werde ich nicht hinkriegen. Ich meine, ich kenne noch so viel in diesem Spiel nicht, obwohl ich schon fast über 1000 Stunden in diesem Spiel verbracht habe. Nicht ganz 1000 Stunden. Aber wie gesagt, sowas ich halt gerne machen wollte, ist gemacht und deswegen passt das. So, wir bauen jetzt hier ordentlich gut Bruchstein ab. Ich weiß auch gar nicht, was da vorhin weggeflogen ist, als wir an die Werkbank sind. Würde mich mal interessieren. Okay, schön abbauen. Immer weiter. Wir brauchen ja auch noch Bruchstein für unser drittes Haus. Und wenn wir schon so schnell Bruchstein verbrauchen, ist es dann sehr schwierig. Ich glaube, Lehm geht mäßig. Geht eklig noch so, aber Bruchstein ist sehr wichtig. Ich weiß, es ist sehr, sehr spannend aktuell gerade, aber wie gesagt, das gehört jetzt halt eben mal dazu. Müssen wir auch noch eine spannende Folge. Wir hatten jetzt echt viel Action in den letzten Parts durch den Krieg, den wir erfolgreich beendet haben. Und danach ist keine Party oder so, da müssen wir direkt weiterarbeiten. Da wird nicht erstmal ein Festmahl und ein bisschen Bier getrunken, weil wir den Krieg gewonnen haben. Nein, wir gehen erstmal ein Haus bauen. Okay, ich denke, das reicht, oder? Ja, das reicht. Wenn ich jetzt reingehe, dürfte der Boden fehlen. Ist schon irgendwie lustig. Was ich auch hier vielleicht vorhabe anzupflanzen. Soll ich das schon verraten? Ach, das ist der Keller, der hier noch gefehlt hat. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Was baue ich jetzt hier dran? Alchemielabor. Was hätten wir denn da noch hinten? Lagerraum? Haben wir ja ein Dings. Trophäenzimmer. Trophäenzimmer bauen wir da nicht hin. Ja, dann ist es wohl geklärt. Ein Alchemielabor. So, ich will das Haus außerhalb jetzt schon mal hier, soweit es geht, fertig haben. Wir brauchen Schlösser, ganz viele. Dort müssen wir zu Eisen gehen. Ne, Moment mal. Sonst, ne, hä? Baumaterialien. Schloss Korundenbachen. Okay, wir können echt nicht mehr viel bauen, Leute. Das sieht echt schlecht aus, aber kriegen wir schon irgendwie hin. So, Türen, Fundament, Fußboden, bla bla bla. Haben wir auch? Perfekt. Jetzt müssen wir gucken, was wir denn rechts machen. Hätten wir eine Bibliothek? Nein. Küche? Nein. Waffenkammer? Waffenkammer vielleicht? Dann machen wir die Waffenkammer. Waffenkammer? Machen wir die Waffenkammer? Wir machen die Waffenkammer. Hier kommt die Waffenkammer hin. Und jetzt fehlen uns Eisenbeschläge. Müssten wir auch wieder ein paar herstellen. So, wir haben genügend, denke ich mal. Wir könnten ja eigentlich auch mal wieder unsere Schmiedekunst runtersetzen, oder? Fällt mir mal gerade so ein. Bin ich bekloppt? Das nutze ich gerade überhaupt nicht aus. Ich meine, Schmiedekunst brauchen wir doch aktuell nicht, oder? Nein, wir brauchen Schmiedekunst gar nicht.
Ich werde jetzt mal ganz kurz 10 hier machen. Damit ich weiß, wie ich mich skillen muss. Und werde schnell mal Schmiedekunst runtersetzen. Magiker müssen wir gehen. So, wo haben wir es denn? Könnten wir doch mal machen. Machen wir es? Nee, ich habe nicht vor, irgendwie nochmal was jetzt Neues zu schmieden. Wir setzen es runter. Ja, so, zack. Wir müssen jetzt nochmal echt so levelmäßig alles mitnehmen, was geht. Das ist ganz wichtig. Vor allem, weil ich ja auch noch, So, jetzt habe ich wieder aktuell ganz normale Werte, ne? Ich muss noch einen auf Magika gehen. Dann werde ich, denke ich, nochmal Dings machen, wenn ihr versteht. So, das war's schon. Wir sind fertig. Okay. So, sonstiges. Dann wollen wir da Gewächshaus. Haben wir schon Schlafzimmer. Ein Verzauberturm. Ein Verzaubererturm. So. Wäre die Möglichkeit noch in dem Fall. Dann bauen wir... War da nicht irgendwo noch eine Bibliothek? Können ja Gewächshaus unnötig. Ja, dann bauen wir den Verzaubererturm. So. Wie gesagt, das ist jetzt alles hoch. Oh. Schön zu wissen, dass ich hier auch noch Sachen drin habe. Dann kann ich mir nämlich gleich mal noch schnell ein Schloss gönnen. Zack. So. Und das kaiserliche Lager gehen wir mal entdecken da hinten. Was auch immer das sein soll. Und 10 3 Schlösser. Das heißt, wir brauchen Korundum machen. Okay. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Genau, das heißt, wir gehen jetzt rein. Der Part ist aber auch gleich schon vorbei, sehe ich. Aber egal. Wir gehen da jetzt rein. Und bauen hier ein bisschen weiter. So. Behältnisse. Ein Tisch, zack, zack. Doppelbett, weiß ich nicht. Müssen wir noch gucken. So, zack, zack, zack. Zack. Feuerstelle, keine Ahnung. Mal sehen. So, wie entwickelt sich denn das Ganze hier? Sieht sehr leer aus, ne? Gut, dann bauen wir auch das Bett hier rein. Müssen wir ja sogar. Wir müssen das Bett sogar reinbauen. So, jetzt sieht's aber viel gemütlicher schon aus. So, der Hauptraum hier unten. Behältnisse, zack, 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 zack. Truhe können wir nicht mehr bauen, brauchen wir Schlösser für, okay. Das heißt, Korundum machen, kaufen gehen. Rosa Leuchter. Hier können wir eine Feuerstelle bauen, brauchen wir Holz. Fehlt uns. Mächtiger Sehnstein, habe ich keinen dabei, okay. Okay, ich schätze mal, wir sind jetzt hier erst einmal fertig. Das heißt, wir legen den ganzen Blödsinn hier ab, den wir da bei uns haben. Glas, ja, ist ja alles schön und gut. Brauchen wir halt eben nur alles nicht. Rockerzähne. So, seht ihr mal, ich brauche also noch einiges. Viel Holz, mächtige Seelensteine. Merke ich mir jetzt alles. Wie gesagt, jetzt werde ich wieder ausgrün an dem Haus bauen. Jetzt haben wir so ein bisschen an dem Haus rumgearbeitet und gebastelt. Warum habe ich da eine Schaufel dabei? Ich brauche doch gar keine. So, Stroh, Säbelzahn, Tigerpelz weg. Die behalten wir mal. So. Seht ihr, jetzt hatte ich durch das TGM gar keine Vorteile, außer dass wir halt eben Zeit gespart haben. Ziegenfelle, Wolfsfelle. Nein, das nicht. Das weg, das weg. Das weg, 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 das alles weg. Jetzt gehe ich nochmal offscreen, denke ich, gleich mal eh wieder Sachen ablegen, weil ich sehe gerade, dass wir hier eh auch sehr viel mit uns rumschleppen, was wir einfach jetzt aktuell gar nicht brauchen.
Ah, das kann ich weglegen, das ist ein Questgegenstand, da war ja was. So, Todesmal, zwei Stück dabei. So, okay. Was hätten wir? Ich gehe jetzt so gerade alles durch. Nicht, dass da irgendwie was dabei ist, was wir nicht benötigen. Ich übersehe ja gerne mal schnell was. Aber das scheint so, als wären wir jetzt hier erstmal fertig. Genau. Oder wisst ihr was? Wir bauen noch eine Folge an dem Haus, oder? Wir bauen noch eine Folge an dem Haus, komm. Sind wir gerade so gut dabei. Nächste Folge bauen wir auch noch. Dann passt es auch nämlich, weil ich würde nämlich... Huch. Ich würde nämlich gerne, dann zum... Wenn wir die 18. Folge rum haben, wieder nach Solzheim reisen. Und dann werden wir dort endlich eine Quest machen. Okay, wir machen einfach nur die Hauptquest weiter. Macht's doch nicht so spannend. Wir machen jetzt wirklich diesmal die Hauptquest weiter, rund um Mira-Arc. Wir wissen ja immer noch nicht so wirklich, was da so abgeht gerade. Und wisst ihr was? Das will ich jetzt auch immer noch gerade machen. Ich würde sehr gerne das kaiserliche Lager dann entdecken. Okay, ich muss mich von dem Grab fernhalten. Ah, okay. Wir haben sie schon angezogen. Dann kämpfen wir halt eben auch. Komm. Hm. Ist wohl nicht so gut gelaufen, hä? Hä? Oh, sie sind alle tot. Okay. Plötzlich sind alle tot. Keiner mehr da. Gut, jetzt hat der Part wieder ein bisschen Überlänge. Aber ich will jetzt wenigstens noch gerade das kaiserliche Lager erkundet haben. Hilfe? Ah. Tatsache, hier ist im Sumpf einfach mal ein Lager. Ich fasse es nicht. Versuch mich mal anzuschleichen. Die sind ja feindlich. Ich hätte es mir vielleicht sogar noch mal überlegt, aber... Ja, ich gehe. Mensch, Alter, die sind so... Ich weiß noch, wie ich noch unter keinem Stand sozusagen, also noch keinem beigetreten war, wo waren die schon absolut irgendwie richtig aggressiv gegenüber meiner Wenigkeit. Ganz komisch. Ja gut, ich würde jetzt hier den Part beenden. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal bei Sky. Macht's gut, ciao.